Die 30er Jahre waren die Ära der dramatischen Rennen zwischen Auto-Union, Mercedes-Benz und Alfa Romeo. Und sie waren die Epoche der legendären Fahrer. Die Auto-Union, zu der Audi gehörte, brachte Anfang 1934 ihren ersten Grand Prix-Rennwagen an den Start. Ferdinand Porsche hatte den V16 entworfen, der als Mittelmotor vor der Hinterachse saß. Zum Seriensieger avancierte der Typ C der Saison 1936. Sein 6 Liter brachte es mit Kompressoraufladung auf 620 PS und auf 850 Newtonmeter Drehmoment. Damit trieb er den gut 800 Kilogramm schweren Rennwagen auf 340 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der 16-Zylinder war ein mechanisches Wunderwerk und ist es noch heute, wie die Mechaniker bei der historischen Abteilung Audi Tradition erklären. Wegen der enormen Füllmengen, also wir haben hier Wasser von 34 und Motoröl über 23 Liter, heizen wir das extern mit einem Heizgerät vor. Danach schrauben wir die Zündkerzen raus, fluten dann die Vergaser und machen dann mit unserem externen Anlasser den Motoröldruck. Das heißt, wir starten den Motor so lange, bis wir auf der Öldruckanzeige unsere 1 Bar angezeigt bekommen. Danach Kerzen rein und dann läuft er eigentlich bei der ersten Umdrehung. Der Fahrer erlebt den Sound so.
Der Typ C spielt nicht nur eine atemberaubende Musik, er bietet seinen Piloten nach fast 70 Jahren noch immer einen unvergleichlichen Fahreindruck. Den hat auch Frank Bieler so erlebt. Und der 40-Jährige aus Neuss fährt seit immerhin 13 Jahren für Audi und hat in dieser Zeit 3 Le Mans-Siege sowie 4 Meisterschaften nach Ingolstadt geholt. Ganz, ganz tolles Auto. Ich kann mich an Goodwood erinnern. Da gibt es diesen Oldtimer Grand Prix und da habe ich das Fahrzeug damals zum ersten Mal gefahren. Erstmal der Sound, wenn man das Auto startet, ist natürlich beeindruckend. 16 Zylinder. Also beeindruckend, was man da damals so gebaut hat. Vom Fahren her war ich begeistert, weil die Fahrzeuge doch schon wahnsinnig gut funktioniert haben. Ich habe mir eigentlich gedacht, das lässt sich jetzt fahren wie irgendein LKW. Sehr schwerfällig und schwierig zu fahren. Aber es war im Gegenteil, es war sehr, sehr angenehm zu fahren. Die Bremsen haben funktioniert, wie man es von der Bremse auch erwartet. Und bei einer Trommelbremse, bei dem Gewicht, habe ich gedacht, das ist also schon ein Erlebnis, wenn man reintritt, aber es war okay. Und vor lauter Euphorie wollte gar nicht mehr aufhören. Es war so toll zu fahren. Und dann hätte ich ihn fast in der Auslaufzone, also ich will nicht sagen zerlegt, aber es ist sehr, 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 sehr eng da oben in so einem Waldstück drin. Wenn da was passiert wäre, dann hätte ich mich am besten wahrscheinlich gleich mit im Wald versteckt. Aber es war eine tolle Geschichte, es ist ein Wahnsinnserlebnis.